Juhu und herzlich willkommen zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. So, wir sind hier gerade noch bei der Befragung und wir können der Kackawurst jetzt was vorlegen, nämlich den Milcheimer. Weil der sagt ja, das Mädchen hat den Eimer auf den Boden gestellt und das ergibt keinen Sinn, weil hier so voll die Matschepratsche dran ist und hier ist keine Matschepratsche. Das geht ja so nicht. Oder so. Ich fürchte, was wirklich passiert ist, ist nicht ganz so einfach. Wovon redest du? Es hatte erst einen Moment vor dem Verbrechen aufgehört zu regnen. Das heißt, der Boden war schlammig. Sollte Frau de Narrateur den Eimer wirklich abgestellt haben, wie er behauptet, wäre der Eimer voller Schlamm, genau wie die Laterne, nachdem sie gefallen ist. Na, ich würde sagen, das verbessert diese schlammige Aussage. Was meint ihr? Naja, hey, Flamberg! Was? Willst du einfach nur rumsitzen und hübsch aussehen? Hilf mir aus der Patsche! Mir Honig um den Mund zu schmieren bringt euch nicht viel Zeuge, außer einem Aufenthalt im Kerker. Davon abgesehen stellt sich hier nur eine Frage: Wieso ist kein Schlamm auf dem Eimer? Zeuge mit der Ziege, gewährt ihr mir eine Frage? Meint ihr etwa uns? Gewiss, ihr habt dem Gericht erklärt, dass ihr den Eimer mit nach Hause nahmt. Unrechtmäßig, muss ich hinzufügen. Solch harte Worte, Inquisitor. Als ihr den Eimer mitgenommen habt, müsst ihr den Schlamm abgewischt haben. Ist das richtig so? Wisst ihr, jetzt wo ihr es erwähnt. Ja, ist doch klar, dass ihr es jetzt sagt, ey. Jetzt kann man das im Nachhinein noch immer sagen. Das gibt's doch nicht. Jetzt sagt nicht etwa. Der Milcheimer richtig, ich weiß es wieder. Boah, die arme Ziege. Ich weiß nicht, ob das auf dem Eimer Schlamm war, aber es war auf jeden Fall sehr schmutzig. Bevor ich den Eimer mit hineingenommen habe, musste ich ihn mit einem alten Tuch abwischen. Vielleicht hat die das Tuch ja noch. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Ausgezeichnete Arbeit, Inquisitor Flammenberg. Richtig, richtig, das ergibt alles Sinn. Seht ihr, wir hatten von Anfang an recht. Stimmt das nicht, Inquisitor Flamberg? Ich wusste, dein Schwert ist nicht nur zu zieren, Flamberg. Du hast diesen Einwand gekonnt, zerbröseln. Zeugin, Frau McWenny. Was denn? Ihr seid absolut sicher, dass Schlamm an dem Milcheimer klebt, hä? Meine Güte, naja, wenn ich ehrlich bin, erinnere ich mich nicht, ob es wirklich Schlamm war. Ich kann mich aber erinnern, dass ich den Eimer abgewischt habe, als ich zu Hause angekommen bin. Ja, würde ich auch sagen. Das sind voll behinderte Zeugen. Es scheint, die Verteidigung hat es versäumt, einen Widerspruch in der Aussage zu beweisen. Das Hohe Gericht hat hier keine Zweifel. Ist gerade schon Feuer aus dem Bier gekommen, das wäre komisch. Ahaha, der hat's dir gezeigt, Lauweier. Da hast du recht, du mir einen Gefallen, aber ich möchte meine Aussage ein wenig ändern. Das Hohe Gericht gibt seine Zustimmung, sofern der Zeuge solche Beschimpfungen in Zukunft unterlässt. Yeah, verstanden, euer Ehren. Naja, all dieser Gerichtskram hat mich durstiger als ein Hund in der Wüste gemacht. Weil Bier natürlich ja auch so den Durst stillt. Ja, geil. Und so voll auf Ex weggesoffen, ey. Voll der Ekelhafte. Die Hexe dort hat den Stab gehalten. Ich habe sogar das Zauberding gehört. Das Zauberding. Total präzise. Aber niemand weiß mit Sicherheit, ob Frau de Narrateur den Eimer auf den Boden gestellt hat. Weil kein Schlamm auf dem Eimer ist. Ist es das, was ihr sagen wollt? Ey, das haben wir doch schon geklärt. Die Frau mit der Ziege hat den Schlamm abgewischt. Doch Frau McVernie kann sich nicht erinnern, ob es wirklich Schlamm war, der an dem Eimer klebte. Wir können uns wirklich nicht mehr erinnern. Aber vielleicht. Ich denke, es könnte wirklich Schlamm gewesen sein. Ich meine, sie hätte ja sonst den Stab nicht halten können. Frau McWenny, bitte gebt uns eine endgültige Antwort. Was das, Blaumeier? Sag, was du willst. Es hilft nicht, wirst du schon sehen. Bam! Wir fünf haben gesehen, was diese Hexe angestellt hat. Wir haben es genau gesehen. Warte, wer hat da reagiert? Das will ich jetzt sehen. So, der ist abgegangen und die anderen nicht. Okay, dann fragen wir den erstmal, Sekunde! Micha. Sekunde! Entschuldigt, Herr? Wow!
macht er einfach so komisch. Ja, dann Opa. Verteidigung, wenn ihr Opa sagt, meint ihr doch wohl nicht das hohe Gericht? Nein, nein, natürlich nicht, euer Ehren. Herr Konfuzius, hört ihr mir eigentlich zu? Was mit dem abgeht? Ich habe euch schon beim ersten Mal verstanden, junger Mann. Diese Ohren vernehmen jedes Geräusch, das Knistern des Feuers, das Flüstern der Menge und jetzt eure Stimme. Wenn das so ist, erlaubt mir, euch eine Frage zu stellen. Ihr wart eben in Gedanken versunken. Habt ihr etwas zur Aussage dieses Zeugen beizutragen? Gewiss, ich meinte, etwas fehlte. Allerdings kann ich nicht sagen, was das bedeutet. Etwas fehlte? Zeuge, ihr könnt uns sagen, was genau in dieser Aussage, was genau in der Aussage des drittklassigen Zeugens fehlte. Erstklassige Inquisitoren geben sich gar nicht erst mit drittklassigen Zeugen ab. Fünf Köpfe sind besser als einer. 10 Augen sind besser als 2. Als ich den Ausführungen dieses Mannes gelauscht habe, konnte ich nicht umgehen, zu bemerken, dass etwas seltsam erscheint. Heute Abend, als diese schreckliche Tat geschah, sind wir alle zum Ort des Verbrechens geeilt. Als der Duft eines frisch gekochten Abendmahls meine Nase erreichte, waren die Schatten der Anwesen zu erkennen. Was? So voll Kannibal-like so an, so, ah, das hat aber lecker gerochen, wie die gebrutzelt worden. Da habe ich mir doch gleich erstmal ein Brötchen mit dem beschmiert. Und es waren nur 4 Gestalten zu erkennen, mich selbst mitgezählt. 4? Einen Moment mal. Ihr sagt, es waren nur 4 Zeugen am Tatort. Diese Augen mögen alt sein, aber sie wissen, was sie gesehen haben. Stimmt etwas nicht, Frau McGranny? Nein, es ist nur Mackie und ich versuchen uns zu erinnern, was genau passiert ist. Ja, voll die fetten Augen, ey. Ich kann mich an die Flammen erinnern und dann haben Mackie und ich uns den Milcheimer geschnappt. Und als 2 Raufbeute in Flammen aufgingen, haben die Flammen den Abend erhellt. In diesem Augenblick konnten wir sehen, dass wir nicht die einzigen Zeugen waren. Und da habe ich die anderen gesehen. Die anderen Zeugen kamen zusammen mit uns angerannt. Ich bin recht sicher, es waren nur 4 von uns dort. Einen Moment. Was geht hier vor? Wir haben 5 Zeugen im Zeugenstand, die alle behaupten, sie hätten die Ereignisse selber beobachtet. Das heißt, wir haben 1 Zeugen zu viel. Redet doch keinen Unsinn! Hey, ihr da! Hört besser auf, dazwischen zu reden! Alle für einen und einer für alle, ja? Wir haben geschworen, wir erledigen diese Hexe zusammen! So einfach ist die Sache nicht. Wir haben gesehen, was wir gesehen haben. Nun gut, ich sage, es geht um die Anzahl und ich habe gezählt, sage ich. Hä? Ich kann besser zählen als ein Abergus. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, zähle ich Schafe bis zum Sonnenaufgang. Hä, was geht mit den Leuten? Die sind immer voll kaputt im Kopf. 4 Zeugen, 5 Zeugen, was macht das für einen Unterschied? Die Sache wurde erst so kompliziert, als ihr hier aufgetaucht seid. Plotsch, was? Du sagst es, es ist meine Schuld? Ich war dort, du Närrin! Hab ich das nicht gerade gesagt? Meine Aussage ist robust wie Eisen, selbst wenn sie nicht völlig ohne Rostflecken ist. Ruhe! Ruhe im Gericht! Was geht hier vor? Ihr behauptet, die Zahl der Zeugen sei nicht richtig. Das Hohe Gericht hat solch frevelhafte Widersprüche nie zuvor gehört. Bam! Es gibt nur eine Antwort für dieses Rätsel. Eine einzige Möglichkeit. Was sagt ihr da? Zweifellos muss Magie am Ort der Tat angewandt worden sein. Des Weiteren scheint es, als wären nur 4 Zeugen vor Ort gewesen. Und doch sehen wir uns in diesem Augenblick mit 5 Zeugen konfrontiert. Das ist ein schwerwiegender Widerspruch, der nur eine Möglichkeit offen lässt. Würden Sie mir hier zustimmen, Herr Wright? Die Antwort kann einfach nicht. Das ist nun diese Antwort, werter Herr Blaurock. Ich wollte gerade Blaurock sagen. Rock, rock, rock. Was ist eure Erklärung für die Zahl der Zeugen? Sie konnten nicht richtig sehen, sie wurden verzaubert. Einer von ihnen ist die Hexe. Ja, natürlich ist einer von ihnen die Hexe, ey. Wir wissen doch, dass Sophie es nicht war, also kann das ja nur einer von ihnen sein. Weil das mit dem Verzaubert wäre ja ein bisschen billig, weil nur dieser eine Stab gefunden wurde, der nur diese 2 Kristalle drin hatte. Also könnte ja nicht noch zusätzlich irgendein Zauber funktioniert haben.
Das klingt vielleicht weit hergeholt, aber in Wirklichkeit ist es ganz einfach. Die wahre Hexe und der wahre Täter in diesem Fall ist einer dieser 5 Zeugen. Bah. Was? Wische, 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 wische. Wieso so? Oh, blablabla. Ich wollte sagen, die Hexe ist unter diesen Zeugen. Welch Unsinn. Es ist völlig unmöglich, dass eine solche Anschuldigung wahr sein könnte. Und das stimmt. Was hält ihr eigentlich ein, uns hier als Hexen hinzustellen? Wir haben nichts als die Wahrheit gesagt. Dennoch beschuldigt ihr uns hier. Haltet ein! Seht, mein treuer Schild lässt eure harten Worte abprallen. Inquisitor Flammenberg. Ja, hohes Gericht. Das hohe Gericht möchte eine Zeichnung vom Schauplatz des Verbrechens sehen. Habt ihr sie in eurem Besitz? Ja, selbstverständlich, hohes Gericht. Ich habe sie hier. Ich habe diese Zeichnung für den Fall der Fälle angefordert. Nun gut, Zeugen. Das hohe Gericht wünscht, dass ihr hier kennzeichnet, wo ihr euch zum Zeitpunkt der Tat befunden habt. Direkt hier auf der Gerichtszeichnung. Es heilt. Die Zahl der Zeugen kann nicht stimmen. Langsam kommen wir voran, aber das Brot muss noch eine ganze Weile backen. Wir haben das alles dem Herrn mit dem Zylinder zu verdanken. Yeah. Boah, hat er eine hässliche Hasenzähne. Ist ja ekelhaft. Das hohe Gericht gibt die Zeichnung in die Beweissammlung auf. Yeah. Wenn einer der Hexen, wenn einer der Zeugen eine Hexe ist, kann das nur eines heißen. Jemand hier sagt nicht die Wahrheit. Das scheint in der Tat der Fall zu sein, Herr Wright. Hört gut zu, werter Herr Blaurock. Rock! Schon wieder Blaurock! Ich schlag mit eurer Behauptung, die Hexe sei unter den werten Zeugen einen gefährlichen Weg ein. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Solltet ihr falsch liegen, werdet ihr euch am anderen Ende meines Schwertes wiederfinden. Habe ich mich klar ausgedrückt? Was? Aber das war doch gar nicht meine Idee. Der Gentleman mit dem Zylinder hier hat diese Anschuldigung gemacht. Nett. Einfach so weiterschieben. Das ist das gleiche Wärter, Herr Blaurock. Gewiss, es ist das gleiche Wärter, Baker. Es ist das gleiche, Herr Wright. Meine Güte. Jetzt zieht euer Schwert. Schwert? Habt ihr zugehört? Ihr behauptet, die Angeklagte ist nicht die Anschuldige und jemand am Ort des Verbrechens war der wahre Täter. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, könnt ihr sicherlich demonstrieren, wo diese Person sich zu der Zeit befand, oder? Los, werter Herr Blaurock, nur ihr könnt aufklären, wer die wahre Hexe ist. Werter Verteidiger! Zeigt uns, wo sich die Hexe zum Zeitpunkt der Schandtat befunden hat. Okay, das müssen wir also machen. Gut, aber ich würde sagen, wir gucken uns vorher die Zeichnung nochmal so an. Okay, also, dann können wir nämlich ein bisschen untersuchen. Also, wir wissen, dass die beiden Häslichen hier waren. Und die war ja da so drinnen. Also, es hat ja irgendwer gesagt, dass nur 4 Zeugen da waren, ne? Also, die Tussa hat gesagt, dass sie nur 4 Zeugen gesehen hat. Und das müsste ja... Warte, also wenn da nur 4 Zeugen gewesen sind, zählt sie sich ja auf jeden Fall mit. Also weiß sie, dass der war und der da war, weil die ja quasi direkt da stehen. Der hat aber auch gesagt, es wären nur 4 da und der sieht ja genau den, den und den. Also wird die ja wohl die falsche Tusse sein, würde ich mal so sagen, ne? Weil die können sich ja alle direkt sehen. Nur er hat ja behauptet, es wären nur 4 Zeugen da und wenn die direkt hinter dem gewesen wäre, dann hätte der die ja auch gesehen. Also ist das die doofe Tusse, die alles Kaputschka gemacht hat. Ich wette, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Hexe sein wird. Hier, kleine Hexentusse, ey. Die wahre Hexe war wahrscheinlich diese Person, denke ich. Wahrscheinlich? Diese Person? Denkt ihr? Ah, verkackt. Also ansonsten wäre es ja nur logisch, dass es keine spezielle der Personen ist, sondern dass man einfach hier unbestimmt einfach so ein bisschen in die Mitte zeigt. Und so, ne? Hey, das sieht doch mal richtig aus. Wow. Was soll das heißen? Bedauerlicherweise hat diese Stelle absolut nichts mit einem der anwesenden Zeugen zu tun. Falsch. Inquisitor Flammenberg, ich würde euch empfehlen, einen Blick hierauf zu werfen. Das lieber Magie.
Diesem Buch zufolge beschwört Inflammatio einen Flammenkreis innerhalb eines Radius von einem Meter um die Hexe. Mit anderen Worten, die Hexe kann nicht mehr als einen Meter von den Opfern entfernt gewesen sein. Natürlich, sag nichts weiter, werter Herr Blaurock. Beachtet, niemand außer der Angeklagten befindet sich in diesem Bereich. Es sollte aus der Zeichnung klar hervorgehen, dass es auch keine Möglichkeit gibt, sich zu verstecken. Einspruch! Stop! Richtig, hier gibt es keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Allerdings hätte eine Hexe Mittel und Wege, um nicht gesehen zu werden. Ja, yeah, weil wir haben ja den anderen Zauber in diesem Videos und so, ne? Okay, aber dann würde ich sagen, wir beenden erstmal den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!